Für E-Autos müssen Kinder arbeiten. Sie verursachen super viel CO2 und sind sowieso für Normalverdiener kaum bezahlbar. Das denken zumindest viele. Aber stimmt das alles wirklich? Wir sind für dieses Video wieder einmal ganz tief in alle wichtigen Fragen eingetaucht, um heute die größten Mythen über E-Autos ein für alle Mal aufzuklären. Was ist richtig? Was ist veraltet? Und was haben sich Elektrogegner einfach nur ausgedacht? Und eins vorneweg, egal was hier bei diesem Video rauskommt, eins steht heute schon fest: E-Autos sind die Zukunft. Das ist in der Industrie mittlerweile eindeutig klar. Auch wenn im Verbrenner aus Ausnahmen für E-Fuels festgehalten wurden, will kaum ein Hersteller nach 2035 noch Verbrenner produzieren. Und das wurde schon vor dem Verbrenner aus entschieden. Die Elektrifizierung unserer Pkw ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern das, was jetzt gerade passiert. Die Hersteller machen ernst. Also, was kommt da auf uns zu? Dr. Watson live aus der Zukunft, so heißt meine Live-Show und ich komme wahrscheinlich auch auf eine Bühne in deiner Nähe. Mich würde es mega freuen, euch zu sehen und es wird da auch um E-Autos gehen. Tickets gibt es unten in der Videobeschreibung. Heute geht es darum, ob E-Autos wirklich so teuer sind, ob sie für die Umwelt tatsächlich besser sind, wo der Strom dafür herkommen soll, wie die Rohstoffe gewonnen werden und, jetzt vielleicht die wichtigste Frage für den Alltag vieler, wie weit komme ich damit eigentlich? Hier hört man ja oft sowas hier. Gestern berichtet die Nachbarin nach einer Fahrt nach Berlin, dass sie jetzt ohne Radio und Klimaanlage fährt, da sonst die Batterie zu schnell leer wird. Behauptet zumindest Dr. Verbrenner auf Twitter und dann muss es ja stimmen. Andere meinen: Erstens, wer soll das bezahlen? Zweitens, wie lange dauert es, um wirklich eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen? Drittens, was machen die Leute in einer Innenstadt, die in einem Hochhaus wohnen? Okay, kommen wir mal zu den Fakten. Theoretisch können einige E-Autos über 600 Kilometer mit einer einzigen Ladung fahren. Zum Beispiel erreicht der Mercedes-Benz EQS bis zu 770 Kilometer und der chinesische Hersteller NIO will den ET7 bald auf 1000 Kilometer Reichweite bringen. In der Praxis fällt die Reichweite oft niedriger aus, vor allem im Winter, bei aufgedrehter Klimaanlage oder auf der Autobahn. Das Radio hat übrigens keinen großen Effekt. Aber immerhin gibt es mit dem WLTP-Wert eine Größe, mit der man verschiedene E-Autos vergleichen kann. Und, sind wir mal ehrlich, bei den Spritangaben für Verbrenner sieht das nicht besser aus. Der ICCT vergleicht verschiedene Datenquellen und kommt fürs Jahr 2017 auf einen durchschnittlich 39% höheren Spritverbrauch als angegeben. In einer Umfrage wurden die Sorgen von E-Autokäufern ermittelt. 73% davon nannten die Reichweite, 60% das Laden auf langen Strecken. Nach 3 Jahren würden sich jetzt 98% von ihnen wieder ein E-Auto kaufen. Ich übrigens nach 4 Jahren E-Autofahren auch. Reichweite und Langstreckentauglichkeit sind für 99 bzw. 95% kein Problem oder wenigstens mit Gewöhnung okay. 3/4 treten längere Strecken ohne Bedenken an. Neben der größeren Reichweite ist aber auch die Ladeinfrastruktur entscheidend. Dann kommt man auch mit kleinem Akku oder im Winter überall hin. Und hier hat sich in den letzten Jahren richtig viel getan. Die Anzahl der Ladepunkte hat sich seit 2017 mehr als verzehnfacht, seit 2021 mehr als verdoppelt und das Aufladen geht auch immer schneller. Im letzten Jahr ist insbesondere die Zahl der Schnellladepunkte gewachsen. Darunter fällt alles mit einer Ladeleistung über 22 Kilowatt und klar, wirklich schnell ist das noch nicht, aber über 60% der Schnellladepunkte bieten Leistungen von 149 Kilowatt und aufwärts und das ist tatsächlich schon ziemlich zackig. Auch wenn Temperatur und Ladestand die Ladeleistung beeinträchtigen, gibt es immer mehr Modelle, die den Akku vor dem Laden aufheizen und so zum Beispiel in 30 Minuten 300 Kilometer und mehr aufladen oder, wie wir in unserer Doku über E-Autos, knapp 100 Kilometer in 5 Minuten. Womit man direkt wieder eine Stunde Autobahn fahren kann. NIO bietet übrigens auch jetzt schon regelmäßige Akkuwechsel an, in denen man, statt den Akku zu laden, das Auto in eine Station fährt, wo die Batterie durch eine andere geladene ersetzt wird. In Europa ist das noch keine Alternative zum Laden, aber in China gibt es bereits über 1200 dieser Stationen. Okay, war's das? Ach nee, wie ist das denn jetzt für Stadtbewohner? Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das ist tatsächlich der Punkt gewesen, der mich am meisten gestört hat. Wer nicht regelmäßig am Supermarkt, zu Hause oder auf der Arbeit laden kann, muss stattdessen tatsächlich tanken fahren und das nervt. Hier müssen wir noch mehr Ladestationen bauen und zwar da, wo man regelmäßig mal eine Stunde oder so parkt. Aber mit besserer Ladeinfrastruktur und großen Akkus hat man eine echt gute Reichweite.
Da gibt es nur einen Haken, größere Akkus brauchen halt auch mehr Rohstoffe und da kommen wir zum nächsten Punkt. Bestimmt hast du auch schon mal das hier gehört. Dann kommen dazu Zutaten für die Batterien wie Lithium, das unter entsetzlichen Bedingungen in Peru abgebaut wird. Grauenhaft, wenn Sie sich angucken, Kinderarbeit und so weiter, Sklavenarbeit, da kommen die Zutaten für diese Batterien her. In vielen E-Autos sind Metalle enthalten, die teuer und schwierig abzubauen oder ethisch fragwürdig sind. Zum Beispiel Kobalt. Die Nachfrage steigt stetig. Nach Angaben des Cobalt Institute wurden 2021 34% oder 59.000 Tonnen und damit der größte Teil des global verwendeten Kobalts für E-Autos eingesetzt. Und Kobalt wird von vielen direkt mit Kinderarbeit und schlechten Arbeitsbedingungen in Verbindung gebracht. Auch Lithium oder Lithium, wie die Chemiker sagen, ist nicht unproblematisch. Weil es in fast allen Akkus eingesetzt wird, steigt der Bedarf natürlich. Von 2016 auf 2022 hat sich der Abbau verdreifacht. Lithium ist zwar reichlich vorhanden, aber verteilt. Die Gewinnung durch die Austrocknung von Sohle kann zu Problemen bei der Wasserversorgung führen. Neben Lithium und Kobalt werden auch noch weitere potenziell kritische Rohstoffe verwendet, wie Metalle der seltenen Erden, die übrigens nicht für die Akkus, oder Nickel. Unproblematisch sind sie alle nicht. Aber erstens werden diese Rohstoffe nicht nur in Batterien für Elektroautos verwendet, sondern auch in allen anderen möglichen Geräten wie Smartphones, Laptops oder Kopfhörern oder in der Industrie. Wir müssen uns bewusst machen, dass jede Form von Konsum die Umwelt belastet. Durch die Kritik am E-Auto sind die Missstände in der Rohstoffbeschaffung endlich in der Öffentlichkeit angekommen, was mega gut und wichtig ist. Aber das bedeutet eben nicht, dass andere Produkte besser sind und auch nicht, dass wir keine E-Autos bauen sollten. Zweitens muss man die Auswirkungen auch in Perspektive setzen. Der Wasserverbrauch für das Lithium in einem typischen E-Auto-Akku ist nur ungefähr so groß wie der einer halben Jeans. Das meiste Lithium stammt sowieso aus dem Tagebau in Australien, in dem das Metall ohne Wasserverschwendung gewonnen wird. Außerdem entstehen auch weitere Projekte in Europa, unter anderem das weltweit erste Zero Carbon Lithium. Und Rohstoffe sind für viele Exportländer auch einfach eine wirtschaftliche Chance. Nicht die Verwendung an sich ist das Problem, sondern die Gewinnung. Drittens hat sich auch hier in den letzten Jahren einiges getan. Schon 2021 hat der chinesische Batteriehersteller S-Volt den ersten kobaltfreien serienreifen E-Auto-Akku vorgestellt. Und auch Tesla ist mit an Bord. Knapp die Hälfte der Autos, die im ersten Quartal 2022 produziert wurden, kommt schon komplett ohne Kobalt aus, weil Lithium-Eisenphosphat-Akkus verwendet werden. Auch BYD setzt auf LFP-Technologie. Es geht sogar komplett ohne Lithium. In Natrium-Ionen-Akkus wird stattdessen, ich glaube, ihr könnt es euch denken, Natrium verwendet, das quasi unbegrenzt verfügbar und damit viel günstiger und nachhaltiger ist. Damit kommt dieser Akkutyp ohne Lithium, ohne Kobalt und ohne Kupfer aus. BYD verwendet diesen Akkutyp schon, allerdings bekommt man den Seagull bisher nur in China. Die Hersteller haben die Rohstoffprobleme also auf dem Schirm. Und es ist gerade in ihrem wirtschaftlichen Interesse, günstigere und nachhaltige Batterien zu produzieren. Viel Hoffnung ruht auch auf der Feststoffbatterie, aber jeder Batterietyp hat Vor- und Nachteile. Kosten, Energiedichte oder Produktionskapazität. Wenn die berücksichtigt werden, können in Zukunft alle Mobilitätsnischen abgedeckt werden. Trotzdem muss sich in einem Punkt noch viel tun. Recycling. Da die Akkus oft länger halten als die Autos, in denen sie verbaut sind, was vielen übrigens oft ganz anders erzählt wurde, erleben sie ein Second Life, zum Beispiel als Heimspeicher. Und danach könnten ausgediente Akkus eine wertvolle Quelle für neue Rohstoffe werden. Für die nächsten Jahre sind viele tausende Tonnen Kapazität fürs Recycling angekündigt. Bei den Anlagen, die es heute schon gibt, handelt es sich nach Experteneinschätzungen aber eher um Testanlagen, weil es bisher noch nicht genug ausgediente Akkus gibt. In Zukunft werden die Batterien übrigens noch grüner. Im EU-Parlament wurde im Juni ein Gesetz verabschiedet, das den kompletten Lebenszyklus der Batterien berücksichtigt. Von der Rohstoffbeschaffung bis zum Recycling. Ab Juli 2024 muss dadurch der gesamte Fußabdruck der Batterie angegeben werden. Ab 2027 soll ein CO2-Höchstwert für Batterien festgelegt werden. Außerdem wurden Recyclingziele für verschiedene Rohstoffe beschlossen. Theoretisch lassen sich schon heute fast alle Rohstoffe aus den Batterien recyceln. Beim Verbrenner sind am Ende der Lebensdauer einfach 17.000 Liter Sprit weg. Beziehungsweise sie sind dann Treibhausgase und verschmutzte Luft. Bis wir ein so umfassendes Recycling haben, gibt es aber noch ein paar Herausforderungen. Logistik, ausreichende Mengen an Batterien und viel grüner Strom. Stichwort Strom, dazu gibt es gleich mehrere Mythen.
Zum Beispiel wird immer wieder behauptet, dass das Stromnetz nicht für E-Autos ausgelegt sei. So wie hier. Oder Headlines wie Wärmepumpen, Solaranlagen, E-Autos. Warum das Stromnetz an seine Grenzen kommt. Aber stimmt das wirklich? In einem Experiment von Netze BW wurden 10 E-Autos an Bewohner einer Straße vergeben, die alle am gleichen Stromkreis hängen. Damit hatte dieses Gebiet eine Quote von 50% E-Autos, deutlich mehr als wir aktuell in Deutschland haben. Durch die unterschiedlichen Tagesabläufe haben nie mehr als 5 der Autos gleichzeitig geladen und selbst das nur 0,1% der Zeit. Es laden also nie alle Menschen gleichzeitig ihr E-Auto und deswegen wird das Stromnetz nicht so sehr belastet, wie es vielleicht am Anfang den Schein hat. Jetzt werden größere Projekte entwickelt, die ganze Viertel abdecken. Schon 2019 hat außerdem eine Studie aus der Industrie ergeben, dass das Stromnetz schon damals bereit für 45 Millionen E-Autos gewesen sei und das ohne Ausbau des Netzes. Einzige Voraussetzung: ein intelligentes Lademanagement. Das ist aber auch aus anderen Gründen eine super Idee, denn in Zukunft sollen E-Autos unser Stromnetz entlasten, statt es zu belasten, indem die Batterien als Stromspeicher genutzt werden und so Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen. Und genau das könnt ihr schon heute machen mit Tibber. Das ist ein besonders smarter Ökostromanbieter, der sich dem Mythos der Netzüberlastung angenommen hat und die Schwankungen im Stromnetz nutzt, um günstige Preise an seine Kunden weiterzugeben. Und das ohne Gewinnmarge. Für eine Grundgebühr von 4,49 Euro im Monat gibt Tibber die an der Strombörse gehandelten Marktpreise einfach an euch weiter. Das bedeutet, immer wenn der Börsenstrompreis gerade niedrig ist, spart ihr Geld. Ladet ihr euer E-Auto also in der Nacht, wo gewöhnlich wenig Strom verbraucht wird, dann ist der Strom auch günstiger. Und manchmal gibt es sogar Zeiten, wo ihr dank Tibber pro verbrauchter Kilowattstunde Geld verdient. In Skandinavien ist es aktuell sogar schon möglich, seine E-Auto-Batterie mit dem Netz zu teilen. Damit hilft man, die Netzauslastung zu regulieren und kann bald sogar Geld damit verdienen. Das könnte auch in Deutschland Realität werden. Die Smart Charging-Funktion von Tibber steht euch aber jetzt schon zur Verfügung und nimmt euch das Micromanagement eures Stromverbrauchs ab. Ladezeitpunkt und Ladedauer eures E-Autos werden damit automatisch optimiert. Damit könnt ihr bis zu 18% eurer Stromkosten einsparen. Mit dem Link in der Videobeschreibung und dem Code WATSON könnt ihr euch ganz einfach bei Tibber anmelden und direkt einen 50-Euro-Gutschein für den Tibber-Store sichern. Damit unterstützt ihr natürlich auch noch uns und unsere Videos. Danke dafür und jetzt geht's weiter mit unseren Mythen. Bleiben wir beim Strom. Wir können mit der Elektromobilität nichts für den Klimaschutz tun, wenn wir Kohlestrom zum Laden nutzen. Aber dieser Strom ist nicht grün, sondern er ist schmutzig. Das Elektroauto fährt mit Kohlestrom. 60% der Befragten bezweifeln in einer Allensbach-Umfrage, dass Elektroautos umweltfreundlicher sind. Einige Kritiker behaupten, E-Autos würden als zusätzliche Verbraucher nur Kohlestrom verfahren und seien damit nicht klimafreundlicher. Mit dieser Grenzstromrechnung, mehr dazu übrigens in diesem Video hier, gibt es aber gleich mehrere Probleme. Erstens, nur weil E-Autos neue Verbraucher sind, haben sie nicht weniger Anrecht auf grünen Strom. Sie sind nicht mehr für Kohlestrom im Netz verantwortlich als Kühlschränke, Trockner oder Föhns. Zweitens, in Deutschland besitzen laut einer Umfrage vom Fraunhofer ISI fast die Hälfte der Haushalte mit E-Auto eine eigene PV-Anlage. 84% besitzen einen Ökostromvertrag, deutlich mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt. Man könnte also sagen, dass E-Autos den Ausbau der Erneuerbaren gerade im Kleinen unterstützen. Drittens laden E-Autos nicht nur in windstillen Nächten, sondern das ganze Jahr über. Man kann ihre Nutzen fürs Klima nicht an einigen Tagen messen, an denen durch die E-Autos ein Kohlekraftwerk mehr angeworfen wird. Wie schon gesagt, könnten E-Autos als zusätzlicher Speicher die Stromschwankungen der Erneuerbaren sogar ausgleichen und damit dafür sorgen, dass wir weniger abhängig von fossilen werden. 2021 und 2022 ist durch die wirtschaftliche Erholung nach Corona sowohl der Grünstromanteil gesunken, als auch die CO2-Menge pro Kilowattstunde angestiegen. Erstmal schlecht. Aber selbst wenn das E-Auto mit diesem schlechten Strommix von 2021 betrieben wird, emittiert es in der Nutzung immer noch nur die Hälfte im Vergleich zum Verbrenner. Aber relevanter als der Strommix heute ist ja eigentlich der Strommix der Zukunft. Ein Verbrenner emittiert für jeden gefahrenen Kilometer gleich viel, egal ob jetzt oder in 20 Jahren. Ein E-Auto hingegen profitiert von mehr erneuerbaren Energien, die in Zukunft ans Netz kommen. In einer globalen Analyse hat das ICCT die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus untersucht.
Nach diesen Zahlen erreicht ein europäischer Kompaktklassewagen, der 2021 zugelassen wurde, einen Emissionsvorteil von 66-69%. 2030 und mit erneuerbarem Strom sind es sogar 81%. Aber ich bin sicher, dass es nicht haltbar ist, weil der Kunde nicht mitspielt. Dieses Massenverkehrsmittel wird es nie werden. Und da zahle ich eben gut mal 60, 70, 80.000 Euro oder sogar noch mehr. Gut, dann lasst uns über Geld reden. Grundsätzlich werden E-Autos in der Anschaffung immer günstiger. Der Umweltbonus wurde zwar gesenkt, aber 2023 gibt es immer noch 6.750 Euro beim Kauf eines E-Autos von unter 40.000 Euro. In diesem Jahr haben Tesla und andere Hersteller schon mehrfach Rabatte von mehreren tausend Euro angeboten. Und je mehr Elektroautos auf den Markt kommen, desto mehr gibt es auch auf dem Gebrauchtmarkt. Aber dazu kommen natürlich noch Sprit oder Strom, Parken, Versicherungen, Förderungen und so weiter. In Untersuchungen, in denen die Total Cost of Ownership, also die sogenannten Vollkosten, betrachtet werden, liegen E-Autos nach einiger Zeit meist vor den Verbrennern. Die E-Autos fahren ihre höheren Anschaffungskosten also wieder ein. Wie lange das dauert, ist allerdings je nach Fahrzeugklasse unterschiedlich. Für SUV- und Mittelklassewagen ist das schon nach ungefähr 3 Jahren der Fall. Für kleinere Wagen dauert es länger. Das liegt daran, dass sich viele Hersteller wegen der höheren Gewinnmarge auf teurere oder größere Wagen spezialisieren und die Anschaffungskosten im Vergleich zum Verbrenner bisher relativ hoch ausfallen. Im Vergleich zum Benziner Kleinwagen gibt es, selbst bei langer Haltedauer, kaum einen Vorteil. In China sind solche E-Kleinwagen schon deutlich günstiger zu haben. Wenn chinesische Hersteller wie BYD diese Modelle auch in Europa anbieten, besteht also die Hoffnung, dass sich das ändert. Ein paar kleinere Ersparnisse gibt es aber trotzdem noch. Mit dem E-Kennzeichen ist das Parken in vielen Städten gebührenfrei. Teilweise gibt es Förderungen für eigene Wallboxen und Hinweise auf weniger Pannen. Über den gesamten Lebenszyklus berechnet der ADAC für die meisten E-Autos zum Teil deutlich geringere Kosten, obwohl der Anschaffungspreis tendenziell höher liegt. Okay, was bedeutet das jetzt alles? In meinen Augen ist die Sache klar. E-Autos starten durch die Batterie mit einem höheren Fußabdruck in ihr Leben, aber während der Lebensdauer gleicht sich das durch die höhere Effizienz wieder aus. Dabei profitieren E-Autos von einem steigenden Grünstromanteil und zwar jetzt und in der Zukunft noch mehr. Dass es weltweit bei der Förderung von Rohstoffen Konflikte gibt, ist nicht neu, aber das passiert eben nicht nur für E-Autos. Trotzdem muss sich da auf jeden Fall etwas tun. Das Lieferkettengesetz ist ein Anfang, aber wir brauchen noch mehr. Siegel für Rohstoffe und ihre Förderung. Ein besseres Recycling oder eben Akkus ohne Konfliktrohstoffe. Seit unserer letzten Doku zum Thema, die ihr euch gerne hier angucken könnt, ist nur noch eindeutiger geworden, dass E-Autos die Zukunft sind. Durch höhere Reichweiten und ein immer besseres Ladenetz sind E-Autos definitiv alltagstauglich. Abstriche muss man eventuell bei den Anschaffungskosten machen und wenn man keine Möglichkeit hat, regelmäßig da zu laden, wo man sowieso schon ist. Aber, und das ist mir wichtig zu sagen, E-Autos werden das Klima nicht retten. Und das hat den einfachen Grund, dass Autos an sich schon schlecht sind. Mobilität mit Fahrrad, Bus und Bahn ist oft günstiger, gesünder und vor allem umweltfreundlicher. Aber falls man tatsächlich auf ein Auto angewiesen ist, auf das man auf keinen Fall verzichten kann, führt vor allem in der Zukunft kein Weg am elektrischen Fahren vorbei. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric.